Hallo ihr Lieben, für alle von euch, die mit Heuschnupfen zu tun haben, die allergiegeplagt sind, die Nasennebenhöhlenprobleme haben oder tränende Augen. Ich habe hier einen guten, natürlichen Tipp für euch. Und zwar eine Nasen- und Augenspülung mit Kochsalzlösung. Die könnt ihr ziemlich leicht selber machen. Es ist physikalisch isotonisch. Und jetzt erkläre ich euch ganz kurz, warum euch das denn unter Umständen wahnsinnig gut hilft. Also, ich bin drauf gekommen, als ich während einer im Anzug kommenden, wie war im Anzug die Erkältung? Also eine Erkältung, die im Anzug war, so wollte ich es sagen, aber wie auch immer, sie hat sich schick gemacht, habe ich gedacht, Mensch, ich fange es mal mit Nasenspülungen, weil es ist ja eigentlich ganz klar, dass Viren, Bakterien oder Pollen sich auf unseren Schleimhäuten festsetzen, wenn die trocken sind. Und es ist ja gerne im Winter, im Herbst, so bei trockener Luft, dass wir dann entweder gerötete Augen haben oder auch Jucken in den Augen oder auch das Gefühl haben, wir haben einen Fremdkörper drin, vielleicht ist auch ein kleiner Fremdkörper drin oder die Nasenschleimhäute sind trocken und dann setzen sich natürlich gerade Pollen oder auch Viren schneller fest und schwuppdiwupp ist die Erkältung im Anzug. Naja, und dann habe ich gedacht, ich probiere einfach mal Nasenspülungen und dazu noch in Kombination habe ich dann auch noch Augenspülungen gemacht. Wie ich das mache, das zeige ich euch auch gleich. Ihr könnt das mit verschiedenen Sachen machen, aber ich mache meine Kochsalzlösung und die ist wirklich so simpel wie nur irgendetwas, auch schnell selber. Ihr braucht dazu eine gute Qualität an Salz. Ich nehme ja immer ein Steinsalz, ein Himalaya-Salz, ein gefiltertes Wasser oder ein Quellwasser. Die Konzentration sage ich euch gleich noch. Kochsalzlösung ist ja so, dass sie eigentlich auch für Infusionen als Transportmittel für Medikamente genutzt wird. Also wer sowas schon mal hatte, der weiß das ja, dass man im Krankenhaus oft auch, wenn man dehydriert ist, also nicht mehr genug Feuchtigkeit im Körper hat, diese Kochsalzlösung bekommt. Und nichts anderes macht diese Kochsalzlösung mit uns, wenn wir sie jetzt mit der Nasenspülung oder mit der Augenspülung unserer Augenschleimhaut und unserer Nasenschleimhaut zufügen. Und zu Anfang habe ich gedacht, na, ob man sowas selber machen kann, so eine Kochsalzlösung. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja so simpel. Also, eine isotonische, physikalische Kochsalzlösung ist, wie sie auch zum großen Teil in unserem Körper ist, 0,9%ig. Und wie kriegt man 0,9% Salz in Wasser? Indem man 1 Liter Wasser nimmt, schwuppdiwupp, und dazu 9 Gramm Salz hinzufügt. Solltet ihr nicht gleich einen ganzen Liter machen wollen und wollt euch langsam rantasten, weil ihr der Kochsalzlösung vielleicht nicht traut und denkt, das brennt, aber es brennt nicht, denn es ist letztendlich im pH-neutralen, also im 7er Bereich, so wie also auch unser Augapfel ist und so. Und dann kommen die 9 Gramm dazu. Solltet ihr also nur einen halben Liter machen wollen, dann sind es 4,5 Gramm Salz, die ihr dazu setzt und es bleibt immer die gleiche Konzentration. Das kommt dann hier rein. Und ihr könnt es, wenn ihr möchtet, ein bisschen verrühren. Es braucht jetzt in etwa eine Stunde, bis sich das Salz komplett aufgelöst hat. Bei einer Kochsalzlösung bitte nicht verwechseln mit einer Sole, die hat eine ganz andere Salzkonzentration, löst sich das Salz komplett auf. Also es bleibt am Grund des Gefäßes kein Salz übrig. Das ganze Wasser wird mit dem Salz gesättigt. Das braucht in etwa so ein Stündchen und dann ist das komplett fertig und eine komplett klare Kochsalzlösung. Hier habe ich meine schon fertig. Ja, und dann geht es eigentlich daran, dass ihr das in euer Nasenspülobjekt. Ich habe hier so ein wunderschönes aus Keramik. Ich weiß, es gibt sehr bekannte, auch aus Plastik, aber da ich mir die neu zugelegt habe, habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Plastik. Wenn man sie hat, kann man sie weiter benutzen, aber das ist sehr, sehr praktisch. Ich zeige es euch gleich. Und ich habe eine kleine Augenbadewanne, nennt man das. Ich verlinke euch das auch alles in der Infobox aus Glas. Also es ist sehr, sehr angenehm. So, was möchte ich euch noch ganz kurz sagen für alle, die Heuschnupfen geplagt sind? Die ganzen Pollen, die zu dieser Zeit fliegen, die setzen sich natürlich fest. Und durch diese Technik, die wir haben, durch diese Nasenspülung und die Augenspülung, können wir die Pollen ganz gut ausspülen und eben unsere Schleimhäute
befeuchten. Zu dieser Zeit sollte man aber trotz alledem, weil eine Allergie hat ja etwas mit dem Histaminspiegel zu tun. Histamin ist ein körpereigen hergestelltes Produkt letztendlich auch. Und wenn ihr das einfach mal schaut, es gibt ja einige Allergieprodukte, die einem helfen, besser durch diese Zeit zu kommen. Und die nennt man dann Antihistamine. Also die gehen dann gegen die Histamine. Helfen könnt ihr euch generell, wenn ihr geplagt seid davon, dass ihr in dieser Zeit auf histaminhaltige Lebensmittel verzichtet. Wie zum Beispiel Rotwein, wie zum Beispiel Thunfisch, wie zum Beispiel Emmentaler, wie zum Beispiel Sauerkraut. Also auch viele Sachen, die sonst vielleicht ganz gut sind. Also Rotwein ist immer dahingestellt, ob er gut ist und muss ja auch sein. Aber all diese Sachen, die potenzieren natürlich auch noch eure Allergiefähigkeit. Und jetzt habe ich euch dazu schon ein paar Tipps gegeben, wie ihr ansonsten noch mit eurem Schlafzimmer oder mit der Situation umgeht und da versucht, pollenfrei zu sein, sage ich euch später. Jetzt nehme ich euch erstmal mit auf den Exkurs. Olala und Solala macht Nasenspülung und Augenspülung. So, nachdem ihr euch jetzt also eure 0,9%ige Kochsalzlösung in eure kleine Nasenbadenwanne, hier Nasenspülungsgerät, eingefüllt habt, ist es eigentlich recht einfach. Ihr setzt es an das eine Nasenloch an und haltet den Kopf etwas schräg. Und das Wasser, die Kochsalzlösung, sucht sich seinen Weg von ganz alleine. Wichtig dazu ist, dass ihr den Mund auflasst. Wenn ihr den Mund zumacht oder während der Spülung schluckt, dann kommt das Wasser dahin, wo ihr es nicht haben wollt. Denn ihr wollt es einfach nur von der einen Nasenseite zur anderen Nasenseite ausgespült haben. Somit habt ihr also diese ganzen Gänge einmal gut durchgespült und gut befeuchtet. Also wie gesagt bei Allergien, aber eben auch zum Beispiel bei ständigen Nasennebenhöhlenproblemen mit Vereiterungen, mit Verschleimung, mit chronischen Anzeichen, wirklich eine gute Sache. Dann lasst ihr das schön durchlaufen und dann wechselt ihr auf die andere Seite. Den Vorgang könnt ihr gerne 2-3 Mal, solange er euch gut tut, wiederholen und dann lasst ihr ein bisschen alles, was so aus den Nasen noch raus, aus den Nasenlöchern noch raustropft, einfach auslaufen. Es ist nicht empfehlenswert, auch wenn es der erste Impuls ist, den man hat, sofort kräftig danach zu schneuzen. Damit drückt ihr das Wasser dann noch so ein bisschen auch dahin, wo ihr es vielleicht nicht haben wollt. Und wir wollen ja, dass das Wasser auf seinem Weg alles ausspült und nicht noch irgendwo hingedrückt wird. Also kurz warten, den Kopf vielleicht ein bisschen schütteln und dann dürft ihr schneuzen. So, mit der kleinen Augenbadewanne. Die sieht vielleicht etwas unbequem aus, ist aber ja, anatomisch genauso angepasst, dass sie wunderbar auf eure Augenhöhle passt. Das heißt, hier füllt ihr ein bisschen etwas von der Kochsalzlösung ein. Dann legt ihr euren Kopf nach vorne, setzt die Badewanne an und nehmt nun den Kopf nach hinten und öffnet das Augenlid und schließt es. Und öffnet es und dreht den Augapfel mal nach rechts und mal nach links und mal nach rechts und mal nach links. Und dann senkt ihr den Kopf wieder runter, nehmt die Augenbadewanne ab und lasst nachspüren. Es ist wirklich ein frisches, strahlendes, sehr, sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und dann schüttet ihr die Kochsalzlösung weg und nehmt euch eine neue in die Badewanne und macht es mit dem anderen Auge. Das könnt ihr gerne auch ein paar Mal wiederholen und dann lasst ihr einfach schön nachspülen. Das ist wirklich komplette Feuchtigkeit für all unsere Schleimhäute, die ja auch immer Wind ausgesetzt sind. Meine Augen tränen zum Beispiel oftmals bei Wind und das hilft mir sehr, sehr gut. Beim Salz ist es wirklich wichtig, auch wenn ich euch gerade gesagt habe, dass ich ein Himalaya-Steinsalz benutze, auch wenn diese Lösung Kochsalzlösung heißt. Bitte nehmt kein Kochsalz, das ihr einfach billig im Supermarkt gekauft habt. Dieses Salz ist industriell mit Bleichmitteln versetzt, enthält Rieselhilfen und hat oft noch Jodzusätze. Diese Zusätze brauchen wir in unserer ganz physikalischen Kochsalzlösung nicht. Bitte, bitte dran denken.
So, ihr Lieben, also probiert das bitte mal aus. Das kostet nicht viel. Das ist wahnsinnig hilfreich, finde ich. Eine ganz, ganz angenehme Sache. Auch zur Vorbeugung bei Erkältungen und auch in der Zeit, in der man weiß, der Pollenflug ist jetzt wieder vermehrt. Macht das einfach ein, zweimal täglich und das wird euch sicherlich helfen. Ansonsten hätte ich noch ein paar kleine Tipps. Es wäre recht schön, wenn der Pollenflug gerade sehr, sehr, sehr stark ist, dass ihr eure Haare wascht, bevor ihr schlafen geht, weil ihr es sonst natürlich auf dem Kissen habt und natürlich die ganzen reizenden Allergene dann noch mal mehr um eure ganzen Atemwege sind. Und vermeidet vielleicht auch, dass ihr die Straßenkleidung mit ins Schlafzimmer nehmt. Und lüften wäre ganz schön, wenn ihr morgens früh gut durchlüftet oder erst abends spät, weil dann der Pollenflug eigentlich am geringsten ist. So, jetzt drücke ich uns allen die Daumen, dass wir gut durch diese Heuschnupfenzeit kommen. Generell ist es gut, sich in dieser Zeit basisch zu ernähren, das wisst ihr ja. Dazu habe ich ja auch von Olala und Solala ein Magazin mit Basenfasten rausgebracht. Und da habt ihr alle Sachen, alle Lebensmittel, die ihr in dieser Zeit sehr, sehr gut zu euch nehmen könnt, die eben nicht besonders viel Histamin haben und die euch auch gut durch diese Zeit bringen. Das waren meine Tipps. Und generell denkt dran, ihr merkt vielleicht, hui, trockene Schleimhäute, eine Erkältung könnte kommen. Nasenspülung hilft gut, ist im Prinzip eine Art Einlauf, nur eben für den Kopf. Kann uns ja auch nicht schaden, oder? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt mit der Nasen- und der Augenspülung. Macht eure Kochsalzlösung. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und stark und gut gelaunt. Bis bald. Tschüss, eure Andrea. Salz muss nicht nur in den Topf, sondern auch in den Kopf. Schaut doch mal in dieses oder auch in dieses Video.